So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Feuerrot. Wir sind hier, wenn ich das richtig sehe, auf Island 3. Mike ist tot, warum auch immer. Na gut, gehen wir erstmal ins Pokémon Center. Und heilen den Guten wieder, dann müssen wir immer schauen, wer hier gerade noch Training braucht. Also, wer außer Flieger. Wollen wir doch mal schauen. Ja, da können wir Mike eigentlich direkt fahren lassen. So, wir müssen jetzt in den Bärenforst, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja, erstmal schauen wir mal. Gibt's hier was? Ich bin nicht Irma. Sie ist vermutlich im Bärenforst. Sie sammelt dort Bären, um das Mittagessen zuzubereiten. Ich trainiere mein Dodo im Bärenforst. Sobald es sich entwickelt, spiele ich damit auf Island 2. Naja. So. Und hinten bräuchten wir uns ja Schneider, habe ich jetzt keine Lust. Ich gehe jetzt auch nicht mehr in die ganzen anderen Häuser rein. Wir wollen ja schließlich weiterkommen. Wenn ich jetzt schon nach so langer Zeit mal wieder aufnehmen kann, dann werden wir hier von Mirapla aufgehalten. Holen wir hier doch mal einen kleinen Doppelkampf. Gegen die Zwillinge Ute und Ida. Mit zwei PPs. Okay. Okay, dann. Wie machen wir das am besten? Du haust den mal im Durchbruch rein. Schauen wir mal, falls er überlebt, kriegt er noch eine Psychokinese hinterher. Ansonsten geht die Psychokinese an den Nächstbesten. Der Rüsselmops hat einen Level Up. Psycho Plus wird er lernen. Nein, erstmal lieber. Boostet er sein mit der Fährte. Aber jetzt der nächste Durchbruch fehlt jetzt so oder so. Vor allem, weil es ein Volltreffer ist. So. Glurakuli. Blöder Name. Nach vorne. Ein Taubsi. Ein ziemlich überleveltes Taubsi. Könnte schon längst ein Taubuga sein. Schon fast ein Taubus. Hier haben wir einen Topschutz, den ich vielleicht noch besser gleich mal benutzen hätte sollen. Auch einfach mal. Wo haben wir denn? Da. Wo willst du so eilig hin? Zum Bärenforst und noch viel weiter. Aroma Lady Erika. Bei dem Isasa. Schaufler. Der macht hier immer noch am meisten Schaden. Doch, doch, was will er denn damit? Mike ist auf jeden Fall Level 43. Oh, endlich! Er verliert den Feedender. Yep, da vergisst du bitte mal den Durchbruch für. Bringt der Coverage eh nicht wirklich viel. Isaac Nos. Das machen wir doch erstmal mit Glurakuli. Ich
Flammenwurf. So, und wenn es jetzt perfekt läuft, dann kommt jetzt noch ein Pisa-Flor. Noch ein Pisa-Knosp. Okay. War ihm dieser Flow wahrscheinlich zu stark für einen normalen Trainer. Naja. Mir soll es recht sein. Ups, ich wollte in die Pokémon rein. Dracoli kommt jetzt nach vorne. Trainerin verhauen. Planscherin sollte das heißen. Alexis. Einem Stern. Na, was machen wir denn da am besten? Flügelschlag. Kriegen wir wenigstens noch einen schönen Step drauf. Noch ein Stern, du, ja, das kriegen wir auch noch. Krabi. Das hauen wir auch noch kaputt. Das sollte für die Dracoli auch der Level Up drin sein. Ja, ich hätte es wissen müssen. Krabi hat eine gute Verteidigung. Da hätte ich vielleicht sogar eher mit dem Flammenwurf angreifen sollen. Aber dafür gibt es viel gute EP. Er will Schlitzer lernen. Naja, komm. Geheimpower brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Schlitzer hat da wenigstens noch eine erhöhte Crit-Chance, auch wenn Geheimpower immer die netten Zusatzeffekte hat. So, und jetzt probieren wir doch mal Mikes Philander aus. Direkt mal so machen, weil der Feedback ist ja stärker. So müssen wir das auch mal machen. Jetzt sind die Attacken wieder richtig geordnet. Ja, das ist der Verbinder. Stärke 120, 85 Genauigkeit. Eine richtig tolle Käferattacke. So. Dann haben wir hier gleich den nächsten. Dracoli ist jetzt zwar immer noch vorne, aber gut. Dafür hat sie einen Knopfenser. Da reicht ein Schlag mehr als locker aus, um das Vieh kaputt zu hauen. Oh, für Ultrigardia holen wir doch dann mal Mike wieder rein. Kriegt zwar von vielen Ländern auch nur neutralen Schaden, weil es auch einen Gifttyp hat. Aber stark ist er trotzdem. Es ist schließlich ein Vieländer. So, jetzt müssen wir mal irgendjemand anderen wieder nach vorne schicken. Lass mal den Rüsselmops mal wieder ran. Ein Trainer nach dem anderen, dann sind wir eh gleich im Bärenforst. Lancia Marina. Ein Quapsel. Ja, jetzt eine Psychokinese. Putzi kommt da auch noch. Du kriegst erst recht eine Psychokinese ab. Den überlebt man natürlich ganz knapp. Hier, was kannst du
hinterher haben. Noch ein Quapsel. Dann lassen wir ihn noch drin. Eine Psychokinese und Vergesser. Schleppscher geben immer so verdammt wenig Geld. Und da ist auch schon der Bärenforst. So. Hier müssen wir jetzt nur einmal durch. Moment mal. Ah, hier ist keine. Ich will jetzt hier auch nichts. Ah, endlich haben wir mal eine. Eine Maronbeere. Haben wir hier eine? Nö. Es wirkt nicht mehr. Schutz sollte erst aufhören zu wirken, wenn ich es sage. Hier ist auch keine. Eine Phragia-Beere. Keine, hier ist auch keine. Eine Nanabeere. Und eine Persivbeere. Moment mal, weil ich ja schon genau weiß, was da jetzt gerade auf uns zukommt. Schicke ich doch lieber mal den Mike nach vorne. Oh, bitte hilf mir. Ein angsteinflößendes Pokémon ist dort vor kurzem aufgetaucht. Es war so gruselig. Es hat Irma Angst gemacht. Ich bin zu verängstigt, um mich zu bewegen, aber ich möchte nach Hause gehen. Oh, hier ist es wieder. Nein, verschwinde. Es macht mir Angst. Ah, ich will zu meinem Papa. Ein wildes Hypno erscheint. Los, Mike, die Länder. Gleich dort im Zirkus, wo es hergekommen ist. Oh, das war gruselig. Dankeschön. Irma wollte hier Beeren pflücken. Das ist für dich. Eine Japa-Beere. Wie heißt du? Irma ist so verängstigt. Bringst du mich nach Hause? Okay, lass uns nach Hause gehen. Und plötzlich sind wir wieder auf Island 2. Du hast also Irma gerettet? Wie kann ich dir danken? Irma Schnuckepuck, verzeih mir. Papsi wusste nicht, dass du Angst und Probleme hattest. Ist schon gut, Papsi. Ich hab mich mit Rot angefreundet. Oh, was ist das? Das ist für mich? Woher wusstest du, dass ich seltene Gesteine liebe? Du weißt, wie man einen Kerl glücklich macht. So, dann haben wir endlich den Meteoriten abgeliefert. Oh, das ist vom Bill. Richte ihm meinen Dank aus. Du warst einfach fantastisch. Das ist für dich. Ein Mondstein. So. Dann sind wir hier auch schon erstmal wieder mit den Eilanden fertig. Dann gehen wir doch mal zurück nach Island 1. Und danach kommen wir auch mal wieder zurück nach Kanto. Oh, hallo Rot. Was hat dich aufgehalten? Hast du dich amüsiert? Wir haben es geschafft, die PCs laufen wieder. Das haben wir unglaublich schnell erledigen können. Bill ist so wunderbar. Nein, es gab für mich nicht mehr viel zu tun. Celio, das muss ich dir lassen. Du hast viel gelernt. Oh, wirklich? Da hast du es. Meine Arbeit ist getan. Wir können zurück nach Kanto. Celio, wir sehen uns. Rot, es tut mir leid, dass sie dich heute weggeschickt haben. Ich verspreche, dass ich dir die Gegend ein andermal zeige. Und schwupps sind wir wieder auf der Zinnoberinsel. Das war eine lange Fahrt, oder? Mein Kamerad Celio scheint deine Gegenwart genossen zu haben. Ich bin sicher, er würde dich gerne erneut willkommen heißen. Wenn du den Triebpass hast, kannst du jederzeit mit der Fähre von Urania City zu ihm fahren. Danke für deine Begleitung.
So, zurück in Kanto. Ich mach noch mal ganz schnell eine... Ja, eine Sache muss ich, glaube ich, mal schnell erledigen. Wir müssen mal ganz schnell nach Mamoria City. Da muss ich mir mal schnell ein Pokémon mit Zerschneider mitnehmen. Ich muss dafür Drago was vorbereiten. Weil er hat sich nun endlich entschieden, was er als letztes Team-Pokémon haben will. Shake bleibt mal ganz kurz da. Und dann... Ja, Schutz wird nicht mehr. Darf er jetzt auch endlich... Schneiden wir uns hier mal schnell durch. Psst, ich glaube, in diesem Stück Bernstein ist Pokémon-DNS enthalten. Es wäre grandios, wenn man daraus ein Pokémon wieder auferstehen lassen könnte. Doch meine Kollegen nehmen mich nicht ernst. Könntest du etwas für mich erledigen? Lass das im Pokémon-Labor untersuchen. Der Altbernstein. Für alle, die sich einigermaßen damit auskennen, der weiß ja schon, was darauf zukommt. Für die, die nicht wissen, was das ist, für die lasse ich mal die Überraschung. So, wie viel Zeit habe ich denn noch? Moment kurz. So, da bin ich wieder. Entschuldigung, mein Bruder ist gerade in mein Zimmer reingekommen. Ich war jetzt gerade im Überlegen. Ich denke, ich bin jetzt gerade bei 17 Minuten. Da könnte ich doch... Ich habe 8 Minuten Zeit. Oh nee, ich glaube, ich lasse es ihm mal den Spaß. Die Arena kriege ich sowieso nicht ganz fertig. So, erstmal Shake wieder mitnehmen. Und, ups, das war einer zu weit. Und Taubos. Lassen wir jetzt auch erstmal hier. Dann überlasse ich Drago doch jetzt einmal den Spaß, dass er sich seinen Pokémon dann selbst holen darf. So. Dann... Lasse ich sie mal, dass er den Typen da anspricht. Und ich beende meinen Part heute mal ein bisschen vorzeitiger. Ich habe ja meine die meiste Zeit sowieso ein bisschen länger gemacht. Da darf ich auch mal wieder ein paar kürzere machen. Wir sehen uns dann in der übernächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.